Moin Moin und willkommen zurück zu A Plague Tale. Wir haben Roderick gefunden, der uns im Chateau geholfen hat. Und wie man sieht, hat er einige Fähigkeiten. Der kann erstmal stämmige Soldaten umhauen, einfach so, mit blanker Faust. Er ist da schon recht tuffig. Und wie man sieht, kann er einfach Türen eintreten. Lass uns das mal aufmachen. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Sehr gut. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte, spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, spürt man? Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Aha. Was für ein komischer Typ. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Klar, mach auf die Scheiße. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Auf jeden Fall zu einer Werkstatt. Der Innenhof. Eine Abkürzung. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Oh. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Na gut, gehen wir runter. Was will der Mann zeigen? Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia! Komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich! Komm schon! Schnell! Okay. Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte! Oh. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches, aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Amicia, Lukas! Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly, du hast ihn gefunden. Guck mal. Tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Derun. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los! Heim zu mir! Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut, ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Okay. Bin gespannt. Kapitel 12. Alles, was bleibt.
sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Los. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Wir können dort nicht rüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Wollen wir was einsammeln können? Nee, können wir nicht. Obwohl, wir können mit dem Albrecht irgendwas basteln, denn, ne? Die basteln uns auch mal. Auf jeden Fall. Den auch. Das haben wir jetzt einen hier. Der Baumstamm. Sie müssen da lang gegangen sein. Raus, machen wir. Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas. Was ist mit Ihnen los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Na gut, ist aber froh, dass sie uns nicht beachten. Darüber denken wir später nach. Los! Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Ach so, okay, warte. Da liegt ja schon was. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Warte. Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. So, pisst euch. So. Das sind echt viele Ratten. Mehr Ratten? Sagen. Der Landsitz liegt genau vor uns. Okay. Da, eine Tür. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ah, okay. Das ist doch gut. Ich bin hier. Und los, vorwärts! Los, schieb die Laterne! Achso, ich brauche nur gehen, dann schieb sie mit. Lass mich bloß nicht im Stich! Denkst du, ich käme hier ohne dich auf? Das System funktioniert gut! Bin soweit! Vergiss mich nicht! Okay, das war's. Dann machen wir die scheiß Tür auf. Obwohl. Halt. Danke. Moment. Das ist einmal die. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir! Irgendjemand! Piraten! Wo ist die Wache? Da. Hey, du da! Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Okay, müssen wir irgendwas machen hier. Warte mal. Es geht nicht weiter als da, okay. Nein!
Oh, shit. Ich dachte, ich könnte das schaffen, noch da nur schnell die Sachen zu holen. Konnte ich wohl nicht. Na gut. Aber wir müssen das Ding einmal drehen, leider. Und, Lukas, wir sind nicht alleine. Oh. Ach, scheiß auf ihn. Hier, der gehört euch. Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Da ist noch einer. Können wir uns da vorbeischleichen vielleicht, ne? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Können wir irgendwie nicht weiterkommen, ne? Da drin sind aber Sachen. Wie kommen wir denn da rein? Lalelu. Kein Stroh oder irgendwelche Stecker, die wir mitnehmen können? Nee, ne? Das ist natürlich schade. Könnte ich so ein Feuer legen, ne? Wäre hier so ein. Wo ist denn das Ding? Was wir da machen? Na, warte. Okay, also, er ist hier, aber wir können nichts Cooles machen eigentlich. Wir müssen dann wieder so eine Lichtquelle da erschaffen irgendwie. Machen wir eben noch mal eine. Och Mist! Wie dumm war das denn schon wieder? Ich dachte, das reicht, aber das reicht anscheinend nicht. Oh, wir müssen den ganzen Kram nochmal machen. Oh. Shit. Na gut. Machen wir. Mal rüberschieben kurz. Das ist auch blöd, ne? War auch dumm von mir. Na gut. Boah. Schon wieder fast reingelaufen jetzt. Die Ratten sind zu schnell für mich. Mal kurz rüberziehen. Bekommen, was er verdient. Amicia. Das stimmt. Da ist noch einer. Okay, hier müssen wir was anderes wieder machen. Dreckskerle. Was habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Ach, als Maul. Habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? So, jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen. Zur Werkbank oder da zur Tür gleich, ne? Und den müssen wir auf jeden Fall nochmal bauen. So. Keine Gefahr. So ist es sicherer. Ja, Munitionstaschen kann man größer machen.
Die normale Tasche würde ich gern größer haben, aber das kann ich nicht. Werkzeuge. Irgendwelche lenkt Gegner in der Nähe ab. Okay. Mit besseren Werkzeugen kann Amiga wirksamer siegen werden. Dank der Welt. So ist ein durchschlagkräftiger Knister da stark beim Bremsen. Okay. Munitionstasche. Na, ich meine, Munition haben wir genug, ne? Müssen wir auf das hier warten. So, wird genascht, dann können wir doch hier rein. Wir sind hier. Lukas. Rein da. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Ich bin bei dir. Gehen wir. Oh mein Gott. Oh Gott. Ist das real? Mein Zuhause. Das ist nicht schön. Ist das da drüben ein Toter? Nein. Bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein. Ich muss ihn sehen. Das ist der Vater? Ist er dein Vater? Okay, sie schnappen sich über den Vater. Was tun sie da? Was machen sie denn da? Ist es vorbei? Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Naja. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Das ist eine gute Idee. Keine Sorge. Ich gehe voraus. Danke. Ich will die Fackel reinpacken, theoretisch. Reinpacken, theoretisch. Da hoch kommen wir ja nicht anscheinend, ne? Wir müssen diesen Weg hier gehen. Oder können wir unseren Vater nochmal anschauen hier? Ne, auch nicht, ne? Vater! Sie haben seinen Körper genommen. Sie haben ihn vernascht. Haben ihn mir genommen. Ich hätte ihn begraben sollen. Ich hätte... Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Amicia. Bitte lasst ihn in Frieden ruhen. Kram einsammeln, wir finden. Diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper. Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er? Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Hä? Warum ist das so, ist die Frage, ne? Ist ein bisschen eklig hier alles, ne? Ich meine, hier liegen ja echt nur Knochen und alles Mögliche. Gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Aber warum? Würde mich auch interessieren. Gehörte er deinem Vater? Ja, aus der Zeit, als er an der Seite von König Philipp gefochten hat. Er war ein großer Ritter. Dann wird man ihn nicht vergessen. Naja. Wir sind da. Es ist doch finden wir ihn auch nicht mehr. Ja, gewiss. Hilfe mir. Hochgehen ohne Ratten? Scheint. Okay. Wow, pass auf. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug.
Es muss noch andere geben. Okay. Also, das ist es? Ja, das ist Hugos Zimmer. Gehen wir. Oh, hier ist sogar Licht. Da sind noch mehr Gefäße. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas, nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ein ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch. Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, Nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht die hin. Die römischen Ruinen. Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Okay. Da ist noch eine Truhe, die wollen wir noch mal aufmachen. Aber komisch, dass wir hier nicht reingehen, ne? Das ist wirklich merkwürdig. Wir können ein bisschen was bauen hier, pass mal auf. Okay, jetzt können wir das einsammeln hier, oder? Perfekt. So ein bisschen ärgerlich. Hätte ich mal vormachen sollen, dass ich das alles mal hochpush. Aber naja, komm, wir gehen hier raus. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lukas? Hier können wir nicht bleiben. Unlängs wahrscheinlich. Das war knapp. Bewegung. Sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier. Aber wir müssen weiter. Mit euch Alkohol einstecken wieder. Herr im Himmel, es ist schlimmer als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben, am anderen Ende. Wir müssen da durch. Aber... Ich weiß. Wir schaffen das. Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut, glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Okay. Na dann los, mach dich bereit zu rennen. Bereit. Und. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch?
Schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Los geht's. Schieb, Majestät. Verdammt! Er ist richtig schwer. Na los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Fühlst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formieren sich neu. Ich mach das. Ah, nein, ich bin zu langsam gewesen. Ah. Wie dumm war das denn? Schleiche ich da längs und mache das komplett dumm. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ja. Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Komm, Lukas, vorwärts. Die Würfel okay. sind gefallen. Na los. Verdammt. Ich darf nur nicht schleichen. Er ist richtig schwer. Na los, streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Fühlst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formieren sich neu. Ich mach das. Noch eine. Ich muss aufpassen, dass ich in der Nähe vom Wagen bleibe. Nein! Nein! Shit. Nochmal. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sieh sie dir an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment, der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden, ihn schieben und... Nein, ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Soll ich aber vor den Karren laufen? Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Dann schiebt er mich immer, oder? Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Schieb mal, vielleicht schiebt er mich ja. Na, guck mal. So geht's doch auch. Wollen wir schon Angst haben. Er ist richtig schwer. Ja, das will ich ja vorstehen. Streng dich an. Anstrengend? Ich habe mein ganzes Leben in einem Keller verbracht. Der Boden bebt. Fühlst du es auch? Ja, ja, sie kommen. Halte sie auf Abstand. Na bitte, wenn du meine Schleuder willst. Nein, danke. Schon verstanden. Sie formieren sich neu. Ich mach das. Noch eine. Wow, das war knapp. Ich will hier nicht sterben. Gar nicht. Wenn ich einen Karren schiebe. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es Schicksal. Seit wir uns kennen, wird unser Leben um Chaos. Stimmt. Das stimmt. Aber ich habe die Schleuder, also beruhige dich und schieb weiter. Genau das mache ich doch. Die labert auch nur, ne? Und er schiebt die ganze Scheiße da. Das Licht da drüben, die Bäder. Wir sind fast da, Lukas. Amicia, ich habe nachgedacht. Und ich denke...
So. Hat er wunderbar geschoben, der gute Junge. Danke. Danke, Lukas. Kaputt. Du bist ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Na los. Lukas, hier habe ich meine Mutter sterben sehen. Aber Arthur meinte, dass sie noch am Leben ist, oder? Ja, eben. Ja, das ist der arme Lambert. Er muss den Hieb abgefangen haben. Sie lebt noch, aber sie... Ich weiß, aber denk an deinen Bruder. Wir müssen weiter. Wie geht's denn weiter hier? Es geht hier nicht weiter. Das ist ein anderer Weg. Ach, da geht's runter auch noch. Okay. Habe ich nicht gesehen. So. Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut, denn wir sind auf deine Erinnerung von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Lass mal gucken, ob wir hier was finden. Und ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Es wäre ja Quatsch, das jetzt alles zu machen, oder? Lukas, sieh mal. Sieht aus wie der Biss. Ein römisches Fresko. Sieht aus wie die Justinianische Pest. Laurentius hat mir davon erzählt. Ein wahrhaftiges Massaker. Schlimmer als jetzt? Schwer zu sagen. Das war im 6. Jahrhundert. Lukas, diese Bäder wurden im 6. Jahrhundert von einem römischen Gouverneur erbaut. Dieses Fresko ist nicht zufällig hier. Wir auch nicht. Okay. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.